Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserer Serie Let's Explore the World. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge die Ukraine mit Russland verwechselt haben, beziehungsweise wir lagen, glaube ich, schon ganz richtig, wir waren uns nicht ganz sicher, sind wir in Russland oder in Griechenland, nachdem wir das so gut gelöst haben. Man sieht, wir lagen nur 1497,4 Kilometer daneben. Nachdem wir also das geschafft haben, diese Riesenleistung, werden wir in die nächste Runde gehen. Play next Runde. Gut, wir sind mal ganz woanders, nämlich auf einer Straße. Sind wir nicht immer auf einer Straße? Wir haben dazugelernt mittlerweile. Wir wissen, wir drehen uns erstmal um und gucken uns um. Und ich sehe ich hier Kakteen? Sehe ich da richtig? Nee, liebe Welt da draußen, ich glaube, das sind keine Kakteen. Ich sehe aber in diese Richtung keine Straße. Aber wir sehen ein Stromnetz, also muss es irgendwo so etwas wie Häuser geben. Die Richtung kommt mir doch sehr weit vor. Diese hier nicht. Es tut mir leid, das war wahrscheinlich jetzt zu laut, oder? Ja, aber manchmal kommt es einfach so aus mir raus, da kann ich auch nichts für. Sollen wir denn das ist aber jetzt wabbelig, was ist denn hier los? So, ganz schnell fahren wir jetzt hier mal die Straße entlang. Die lange, lange Straße. Und hier sieht man schon etwas. Einen Güllewagen. Sieht aber interessant aus. Och nö, nicht schon wieder sowas Kaputtes. Das ist ja so wie in der letzten Folge die Häuser. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die Häuser in der letzten Folge, müsst ihr mal gucken. Das war heftig. Aber auch gemütlich. Ich nehme das nochmal zurück. Tut mir leid mit den Kannibalen, die da lauern. Es wohnen natürlich auch in der Gegend irgendwelche Leute, also trifft man immer irgendwo jemanden. Wir sind ja weltweit hier, Internet und so, www. Also, Verzeihung. Da war was. Ihr wisst schon, man hört das, glaube ich, auch. Manchmal verfängt sich da etwas, ein Frosch im Hals. Quack. Ja, komm, mach weiter hier. Seh zu, du Forscher in fremden Landen. Deutschland ist es nicht. Für Deutschland ist es ja auch viel zu sauber, muss ich sagen. Also das mit den Kakteen, das war schon mal nicht schlecht. Ich bin ja so gespannt, bin ich. Oh. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass da etwas heute Abend schiefgehen könnte. Und zwar gründlich, habe ich doch gerade angekündigt. Das ist, liebe Welt da draußen, der Tag, an dem ich das jetzt produziere. Nach dem ersten Tag, an dem es keine Fallout-Folgen gab. Ich glaube, zwischendurch hatte ich schon mal Internetprobleme. Da könnte es auch schon mal zu Verzögerungen gekommen sein. Aber ich habe bei Facebook versprochen, dass heute Abend wieder alles läuft. Aber ich sehe auch gerade, der ist immer noch am Rendern. Der muss noch hochladen. Das würde ich jetzt ganz gerne mal zwischendurch ganz schnell machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Denn er braucht länger als 5 Minuten. Wir haben schon 7:55. So viel Spaß macht das. Ich habe irgendwann um 4:30 oder so damit angefangen. Nein, um 4:00 habe ich schon damit angefangen, hier aufzunehmen. Und das macht so viel Spaß, ich komme gar nicht weg davon. Ja, aber da war auch eine Folge dazwischen, die richtig lang war. Ich sehe hier keine Verkehrsschilder, was ist los? So, wir machen mal einen ganz kleinen Schnitt. Wir sehen uns dann nachher an dieser Stelle wieder. Und dann sage ich mal bis jetzt. Ja, da hat es hoffentlich hingehauen, aber es dauert jetzt ein bisschen, bis Fallout hochgeladen wird. Wir sind immer noch hier auf der Landstraße. Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen geschnitten. Gerade hat es nämlich mit Fraps hier nicht ganz gut geklappt. Ich werde demnächst für GeoGuessr mal ausprobieren, ob es besser mit USB geht, das aufzunehmen. Wobei mir USB auch sehr viele Ressourcen bei mir frisst. Das liegt bestimmt an den Einstellungen, woanders klappt es ja auch. Und ich mit Fraps eigentlich ganz zufrieden bin.
mal ausprobieren. Mal gucken, was besser geht. So, das soll uns jetzt aber nicht ablenken von unserer Landstraße. Was sind das hier für Blümchen? Da können wir nichts dran festmachen. Es ist aber wieder ein Land mit wenig Straßenschildern. Hier vorne können wir aber nicht rein. Sonst hätte ich gesagt, da ist ein Zaun, dort steht irgendein Schaf oder es ist vielleicht auch nur ein Stein, man weiß es nicht. Und es könnte sein, dass wir anhand der Tiere schon erkennen können, in welchem Land wir sind. Solche Zäune gibt es nur in Amerika. Na, könnte das Amerika sein? So weite Straßen ohne Berge. Ja, ich tippe mal wieder auf Amerika. Da war doch ein Schild hinter uns. Es sind doch Kakteen hier, glaube ich. Road, 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 road. Aber man kann es nicht erkennen. Das Schild. Ich meine, das sind Kakteen. Die hier wachsen so. Warum eine Kakteenfarm? Warum nicht? Das ist aber schön. Wenn draußen im Wald, in freier Wildbahn Kakteen schon wachsen, dann. Das ist recht hübsch, sowas. Das sind doch Kakteen, oder nicht? Aber wer pflanzt denn hier solche Kakteen an, so viele? Mexiko? Kakteen gibt es auch woanders. Ja, auf dem Balkon, im Sommer draußen mal, manchmal. Aber diese Zäune, ach, das ist doch, die geben uns ja hier überhaupt gar nichts. Ich meine, schön, man kann doch die Gegend genießen, darum geht es doch. Hatten wir das Thema nicht schon? Haben wir das nicht in jeder Folge fast? Ich finde diese Gegenden schöner, als irgendwo mitten in der Stadt ausgesetzt zu werden. Aber das hier. Es ist, ich denke mal, es ist Müll oder sowas. Auch da dachte ich erst wieder, einen Brahmin-Schädel gesehen zu haben, da drin. Ja, ja, da sieht man's, was zu oft konsumiert wird hier, zu oft genutzt wird oder zu wenig Abwechslung vielleicht. Das war ein Scherz. Vielleicht. So, Kakteen über Kakteen. Da haben wir doch schon mal richtig gesehen, aber keine vernünftigen Straßenschilder. Aber ich glaube, das hier, liebe Welt da draußen, das hier mit diesen gelben Fahnen hier. Oh, halt, ich wollte gar nicht so weit. Das sind eindeutig, wenn das keine Kakteen sind, dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, diese Dinger hier, also die Fahnen jetzt nicht, aber hier unten geht ein Tunnel durch. Ich glaube, das ist für Frösche gemacht. Damit Frösche da durchkriechen können. Die können dann hier schön raus. Das ist der Froschwanderweg zum Beispiel. Kröten auch vielleicht. Die dürfen das auch, aber ich glaube, das klappt auch mit Kröten. Aber meistens Frösche, glaube ich. Ja, das sieht mir doch ganz so aus wie hier dieser Froschweg. Das ist einfach nur ein ausgetrockneter Fluss oder sowas wahrscheinlich. Ich erzähle hier was. Oh, Mama Mia. Ja, aber ich glaube, es gibt in manchen Orten gibt es schon so etwas. Da sind viele Frösche auf der Fahrbahn. War das nicht gerade ein Frosch dort? Das wollen wir jetzt mal sehen. Du, 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 das ist kein Frosch. Auch wenn es einer sein könnte, aber es ist keiner. Ja, ein rotes Taschentuch oder so etwas. Ja, wollen wir weiter? Ich habe noch nichts gesehen, noch kein einzig Schild hier. Also, das wird ja interessant, wenn man hier dann rausgeworfen wird mal. Ah, eine Kurve. Das heißt schon mal,
Da passiert gleich was, ja. So viele Kakteen. Aber ich kann euch beruhigen, das sind nicht diese Peyote-Kakteen. Die sehen anders aus. Also sowas wird hier nicht angepflanzt. Ich glaube, das ist einfach nur ein Feld, das jetzt mal brach liegt für ein paar Jahre. Die machen das öfter so, damit der Boden sich erholen kann. Ja, manchmal kann man auch noch was anderes anpflanzen. Wir sehen ein Tier, eine Ziege. Sind das Ziegen oder sind das Kühe? Ich werde doch wohl eine Kuh von einer Ziege unterscheiden können, oder? Jetzt geht's aber rund. Na, zeig dich mal, du Kuh. Das ist eine Kuh. Ah, die Kuh. Damit können wir aber nichts anfangen. Es sind dünne Kühe. Und da scheint mir ein Ochse zu sein. Schwer zu sagen. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Russland und Afrika sind schon mal ausgenommen von diesem Spiel, da in Russland und Afrika dieser Street View-Wagen laut Wikipedia nicht gefahren ist. Aber wir haben festgestellt, wir waren mitten in Russland in der letzten Folge. Oh mein Gott, jetzt habe ich gespoilert. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, nein, wir waren vielleicht auch in Griechenland oder in der Ukraine. Man weiß es nicht. Man weiß es zum Schluss dann erst. Vielleicht war es Russland, vielleicht aber auch nicht. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das ist sowieso schon gespoilert jetzt. Aber vielleicht habe ich mich ja auch versprochen. Gut, dann könnte das hier also auch Afrika sein, zumal mir die Bäume hier so... Ja, das könnte Afrika sein. Aber die haben doch an die solche Straßen in Afrika, jetzt mal ehrlich. Ja, die haben Straßen, warum nicht? Die haben alles, was wir auch haben, warum auch nicht? Das ist ja mal interessant, das mit dem Stromnetz hier, da hat doch jemand was abgezwackt, oder? Das geht, das ist ein elektrischer Zaun vielleicht. Oh, da ist noch irgendein Tier. Ist das ein... Ach, nee, es ist kein Tier. Es ist nur so ein kleines Schild, aber zu klein, um gelesen zu werden. Oh, Moment, Moment, ich sehe noch was im Himmel. Ja, die Sonne hat einen grünen Streifen. Das ist es aber nicht. Müssen wir gleich auf der Landkarte einfach den grünen Streifen suchen, oder... Hier sind aber auch gar keine Straßenschilder. Nun, ich werde einfach der Straße jetzt folgen, denn ich glaube, da sieht man schon eine Art Haus, Hütte oder sogar eine Halle, eine Fabrik vielleicht. Zu unserer Rechten sehen wir ein Feld mit roter Erde. Sind wir am Roten Meer? Das ist kein Meer, das ist Erde. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, alleine anhand der Flora, also der Bäume hier, würde ich doch schon dazu tendieren, also da tendiere ich zu sagen, es ist weder Amerika noch diesmal Russland, es könnte in der Tat Afrika sein, was ich gut finden würde, denn damit sollte irgendjemand mal diesen Wiki-Eintrag auch ändern und das da dann mal rausnehmen. Vielleicht ist es mittlerweile schon geschehen. Vielleicht sind die ganz frisch. Auf der Karte, auf der Landkarte von Russland, da war, wenn man näher rangezoomt ist, ja auch gar nicht so viel angezeigt. Ja, jetzt kommen wir in die Stadt, aber jetzt ist die Zeit schon wieder so weit fortgeschritten. Safari, oder? Ach, hier mit so einem Gockel, so ein Truthahn oder so etwas. Wo gibt es denn Hausnummern? 10J86. Ich glaube, anhand der Bäume können wir schon sagen, dass das hier... Man weiß es nicht. Vielleicht Afrika ist. Nein, nein, die Briefkästen. Die können in Afrika genauso aussehen. Afrika, wir kommen... Da ist ein Straßen. Jetzt steht da gleich Berlin. Ja, da würde ich mich dann aber... Oh, und windig scheint es hier auch zu sein. Naja, dann überleg mal, in welchem Land gibt es denn Wind?
Das passt ja sehr gut hier wieder. Ein bisschen näher ran noch. Ach, Highway, Adopt, Highway. Ihr wisst schon, was es ist, oder? Wir sind in Amerika wieder. Aber dass die da solche Bäume haben, was habe ich vorhin gesagt? Texas, Mexiko? Also, das sind ja ganz andere. Ja, die haben verschiedene Klimazonen da. Das ist groß. Das ist nicht. Das ist nicht Hitsacker oder Grosche oder so. Das ist schon etwas größer da. Okay, zeig mir das. Adopt a Highway. Next 3 miles. McElwain Family Cattle. Drive. Die Familie hier besitzt ihre eigene Straße. Vielleicht. Wenn es, das heißt, wir fahren mal brav weiter. Ja, ach, das mit der Zeit schaffen wir doch nie in 10 Minuten. Wenn wir irgendwo hier auf der Landstraße rausgeworfen werden, uns dann erstmal die schöne, schöne Gegend angucken. Ich bleib bei Mexiko vielleicht. Und dann schaffen wir das in 10 Minuten niemals zu stemmen hier. Ach. Hier dürfen wir nicht rein. Doch an der Art der Häuser, wie die gebaut sind, ich bin mir sicher. Da steht auch jemand, kaum zu sehen. Der hat die Wand im Hintergrund, ein T-Shirt, das die Tarnfarbe der Wand hat. Eine Wandtarnfarbe. Texas. Was habe ich gesagt? Mexiko, Texas, glaube ich eher. Ja, warum eigentlich? Ja, die Bäume, die Kakteen. Hier, da, wie heißen die hier? Aloe Vera Pflanzen. Nee, das sind irgendwelche. Ja, aber das könnte auch sein. Aloe Vera ist vielleicht schon. Feuer gibt's auch hier vielleicht auf dem Schild. Sah es ein bisschen danach aus. Weiter, weiter, weiter. Highway war schon mal gut. Stand da Highway vorhin? Einfach 3 Meilen stand da. Stand da Meilen oder Kilometer? Kilometer hätte mich jetzt sehr gewundert. Naja, kein Eintritt oder so etwas. Da kommt man kostenfrei rein. Jo, denn fahren wir mal fix weiter zum Highway. Sobald wir ihn haben, werden wir aber auf die Karte gehen. Denn auf der Karte, da wollen wir ja auch noch ein wenig suchen und finden uns da dann vielleicht doch ein bisschen besser zurecht, oder? Wir sollten nur mal ein Straßenschild. Wir suchen jetzt erst gar nicht groß nach Straßenschildern. Wir werden auf dem Highway. Das hier ist vielleicht schon der Highway, auf dem wir sind. Da werden wir dann nach Straßenschildern gucken. Und überall sind hier, vielleicht ist das auch für Schlangen, dass die darüber können. Aber warum sollten sie Schlangen? Naja, vielleicht stehen gewisse Schlangen. Also für Vögel wird es nicht sein. Für Schildkröten vielleicht. Schildkröten. Ja, das könnte noch sein. Ach, endlich ein Auto. Weg ist es. Wo ist es so schnell hin verschwunden? Es wurde überholt vielleicht. Da ist doch was. Jetzt ganz vorsichtig. Im Norden. Oh, wir sehen ein. Ja, wenn man jetzt wüsste, zu welchem Staat. Das ist eine Farm wieder nur. Oder das könnte auch ein Staat sein. 1853, North Farm. 1853 ist wahrscheinlich keine Straße, sondern die Hausnummer. Darunter war ein grünes Schild. Da stand vielleicht die Straßennummer drauf. Das sind aber mehr als 3 Meilen hier. Da bin ich mir aber ganz sicher. Oh. Guckt mal da, Kühe. Und Hunde. Nein, das sind kleine Kühe. Babykühe, Kälber. Kälber sagt man dazu. Ein Kalb, ein Kalb, ein Kalb. Die werden doch hier kein Rattengift verstreut haben, oder? Wegen den roten Schildern hier. Nein, nein, nein. Och, die ist ja. Wie haben wir das geschafft am Anfang, dass wir die Folgen unter 20 Minuten gehalten haben? Ich glaube, die erste war sogar nur 10 Minuten oder so. Wir haben zu schnell aufgegeben, glaube ich. Wir haben einfach gesagt, so, ah, das ist schon da. Das war auch alles mitten in der Stadt, muss ich sagen. War vielleicht ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Da ist ein Schild direkt am Kakteen. Am Kaktus. Moment mal, wenn das.
Wenn das jetzt Spanisch, wenn das jetzt, ja, das hat damit zu tun, das wollte ich sagen. Wenn das jetzt Mexiko wäre, wird da nicht viel Spanisch gesprochen und oder Portugiesisch? Und ist Portugiesisch nicht? Nein, das ist Portugiesisch, ist Portugiesisch, Spanisch ist Spanisch. Da beißt die Maus den Faden nicht ab, so ist das eben. Und wenn wir jetzt in Mexiko wären, müssten wir auf den Schildern doch was Spanisches lesen können. Battle Creek! Battle Creek! Naja, ungefähr könnte hinkommen. Battle Creek. Ja, Bettlerkrieg vielleicht, ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich werde doch mal ein bisschen. Ja, ich bin so von diesen langen Straßen angetan. Das finde ich zu lang. Es ist, also mir ist das ein bisschen zu lang mit den Straßen hier. Die könnten kürzere ruhig, dafür aber ein paar mehr. Also, oder weniger oder kürzer. Hier ist zum Beispiel ein See, der aber gar keiner ist. Das ist eher so ein Tümpel. Das ist eine Pfütze. Für andere ist das eine Pfütze. Ganz klar. Die machen es uns jetzt wirklich nicht einfach. Also es war vorhin mal einfach, da hätten wir vorhin, ja, vor 2, 3 Folgen, da war es, da hätten wir, also da, nee, aber das hier jetzt. Ich sag, die Bäume finde ich so merkwürdig. Nicht merkwürdig, aber so, die kenne ich. Also, das muss Mexiko sein, bestimmt. Da bin ich ja total gespannt jetzt, wo wir da rauskommen. Aber ich möchte ein Straßenschild noch sehen. Irgendwas Vernünftiges. Irgendwas, womit wir auch was anfangen können. Ich wäre gerne mal in Texas. Texas würde ich mir sehr gerne mal angucken. Ja, vielleicht sind wir ja schon in Texas. War das ein Löwe? Das ist doch kein Löwe hier. In Mexiko, da gibt es doch keine Löwen. Ach so, das ist beschlossene Sache jetzt schon. Ja, dann können wir ja eigentlich einpacken. Hier vorne ein Tigerfell auf der Straße. Nein, das sind nur Steine. Oh, ja, immer die Steine. Die haben den Google-Wagen haben sie mal weggepixelt. Das ist das. Das haben sie aber schön gemacht. Schneller, voran! Und vorwärts, vorwärts meine ich. Oh mein Gott! Naja, ich glaube, das geht hier nicht. Oh. Da war doch ein Schild. Oh, nein. Vorwärts. So, wo ist es denn? Schlecht zu sehen von hier. Ja, okay, also so langsam reicht es mir mit der Straße. Ich habe Moran. Jetzt weiß man aber nicht Moran, das könnte aber auch ganz woanders sein. Warum meinte ich vorhin, dass es unbedingt Mexiko oder so etwas sein müsste? Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Das ist. Ach, das ist. Das ist jetzt eine Straße, eine große. Ja, also laut der Straßenschilder sind wir. Ich sag mal, das könnte Mexiko sein. Schönes Haus. Ja, das nenne ich mal ein Haus. Das lohnt sich, dass man ringsrum wirklich seine Ruhe kann, laute Musik machen, wie man will, stört keinen Nachbarn. Vielleicht mal irgendwo eine Grille, die da zirpt oder so. Oh, dieser Stern, wir sind ganz woanders. Dieser Stern hat doch irgendwas zu bedeuten. Das ist nicht der typische Optimistenstern, oder? Es ist hier eine Hausnummer. Schön. Ja, hier würde ich gerne wohnen, glaube ich. Aber zu wenig Wald und zu wenig Berg auch. So ein kleiner Berg wäre auch schön, ein See vielleicht in der Nähe. Ja, also es wäre schon mal besser, als irgendwo in der Stadt vielleicht zu wohnen. Es sei denn, man mag die Stadt. Ich glaube, darüber habe ich auch schon irgendwann mal was gesagt. Oder geschrieben.
oder beides. Kakteen. Weit und breit kein Straßenschild. Oder wir fahren die ganze Zeit vorbei an den Straßenschildern. Sie haben vielleicht die... Oh, das sieht hier aber gefährlich aus. Die ganzen Bäume sind entlaubt und ich habe gar keine Vögel gesehen bis jetzt. Aber viele, 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 viele Kakteen. Hier würde ich dann lieber nicht barfuß gehen, liebe Welt da draußen. Das könnte sehr schmerzhaft werden. Du, 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 wo seid ihr, Straßenschilder? Definitiv ist es nicht die USA. Kuba. Haben wir eine Ahnung. Ja, welches Land ist das? Mexiko, oder? Mexiko. Ich sage Mexiko. Ich habe keine Ahnung. Die Flagge ist jetzt so, könnte auch Afrika sein. es könnte auch alles Mögliche sein. Ich bleibe bei Mexiko. Es könnte auch eine Mischung aus USA und Polen sein. Jetzt wegen Weiß und Rot, ja? Aber ist das nicht Rot-Weiß, Polen? Ja, es könnte sein. Ach Gottchen. Ich sage mal, es ist Mexiko. Ich bleib dabei. Wenn doch nur irgendwo ein vernünftiges Straßenschild mit einer Nummer drauf wäre oder so etwas, da bleibt zu wenig Zeit für die Sucherei gleich auf der Karte. Ah, da vorne fliegt ein Flugzeug. Oben, meine ich, nicht vor uns. Da ist auch gar kein Auto auf der Straße, oder? Nichts. Oh, wenn man sich hier mal unterwegs den Knöchel verstaucht oder was, dann ist man aber aufgeschmissen. Ja, dann, wann verstaucht man sich denn bitteschön? Da hat man sowieso ganz andere Probleme noch. Wann verstaucht man sich denn? Aha, hier haben wir doch was. Co-Road 196. Fahren wir mal dahin. Gucken, ob das eine große, große Straße ist. Aber ich glaube, ne. Ich glaube, nein. Wir gucken noch unter dem gelben Schild, was da für eine Nummer steht. Schade, ich würde jetzt doch ganz gerne weiter. 50. MPH. Miles per Hour. Das ist nicht der Straßenname. Ja, aber da hatten wir doch schon unsere Flagge, die schöne Flagge. Da wissen wir doch, dass wir wo nochmal sind. Was war das für eine Flagge? Ja, Mexiko ist ja nicht so groß. Da werden wir schon nah dran sein, denke ich. Warum sind die Bäume alle so kahl? Hier ist Winter, ist doch kein Winter, das ist total warm hier. Immer noch. Aber sicher. Aha, ein grünes Schild. Vorbei. Schwupp. Immer noch 195. Ja, gut. Nein, 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 nein. Wir fahren nicht wieder zurück. Mhm. Oh, 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 das ist aber hier schlangelig. Die Straße meine ich. Die haben da um einen Stein die Straße herum gebaut, wahrscheinlich. Um mehrere Steine sogar. Ja, es ist ausgeblichen. Das Gelb war schon nicht mehr so richtig gelb. Das war schon... Oh! Da ist aber irgendetwas, das gucken wir uns noch an, was hier kaputt gegangen ist. Und da vorne haben wir doch endlich eine Stadt. Da haben wir 25, 30 Minuten jetzt für gebraucht, um erstmal bis zu einer Stadt zu kommen. Ja, und da scheint mir doch irgendetwas zusammengebrochen zu sein. Vielleicht war es mal ein Baumhaus.
Vielleicht war es ein Orkan. Ja, aber das Haus da drüben hat dann den Orkan überstanden. Ja, aber hier ist auch noch so etwas. Ach, das ist einfach, das hat irgendwer eingerissen. Vielleicht war es ein Baumhaus, aber ein bisschen groß dafür. Aber die pflanzen hier überall nur Kakteen an. Big Bernd? Sehe ich das richtig? Plum Branch. Ah. Plum Branch. Okay, ich sage mal, wir tippen mal so auf Mexiko, Texas vielleicht. Ich meine doch vielleicht Mexiko schon eher. Ach, das wird schon hinhauen, wir kriegen das schon. Steine haben sie auch hier. Ob man auch irgendwann mal an den Grand Canyon oder so, bestimmt. Es gibt, man kann das aussuchen, zum Beispiel sich zu den Weltwundern kann man sich hin transportieren lassen und dann kann man sich die angucken. Würde mich auch interessieren, aber dafür fehlt noch ein bisschen Übung, sage ich mal. Das werden wir später dann irgendwann mal machen. Das ist aber fies. Oh nein. All die langen Straßen. Was steht da wieder? Geschwindigkeit wahrscheinlich, ja. Ich habe diese Schlangenlinienkurve jetzt überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Habe ich nicht vorhin gesagt, wir gucken noch, was da ist und dann sagen wir Mexiko? Ich denke mal an die Zeit. Okay, ich höre jetzt auf mit der Zeit. Entweder es läuft oder es läuft nicht. Solange es Spaß macht, ist doch alles gut. 30er-Zone hier. Entweder kommt da eine ganz scharfe Kurve oder es kommt gleich eine Art Stadt oder so etwas. Warum soll man hier auf einmal 30 fahren? Hier ist doch nichts. Ja, vielleicht gerade deshalb. Wenn man hier rast, dann rast man gleich hier von der Straße. Vor den Baum. Und der hat schon keine Blätter mehr. Oh. Hier sind überall so eingerissene Häuser. Oh, das nenne ich mal grünes Wasser. Oh. Also, hier vorne ist auch noch ein eingerissenes Haus. Ja, und die Bäume sehen auch so ein bisschen angeschlagen aus, als wären die schon mal gerader gewesen und irgendwie... So wächst doch kein Baum in diese Richtung. Alle so ein bisschen vom Sturm angeditscht, vielleicht. Verschiedene Stürme in verschiedene Richtungen. Ja, komisch. Die zeigen in eine ganz andere Richtung als diese hier scheinbar. Ja, auch wenn hier jetzt gleich kein Straßenschild mehr kommt, dann schmeißen wir unseren Marker irgendwo zwischen Mexiko und Texas aus. Gibt es dazwischen ein Zwischen? Oh, ein Auto! Da war aber eins gerade. Ja. Und... Was ist hier vorne? Also mal abgesehen von der einen Flagge, die da zufällig irgendwo stand, wird uns hier nichts geschenkt, liebe Welt da draußen. Kakteen.
Ist das hier ein Krokodil? Ja, ein Graskrokodil, das lebt vom Gras. Aber es könnte eins sein, oder? Oder ein besonders großer Frosch vielleicht. Das ist einfach irgendwas. Ja, aber es könnte auch ein Krokodil sein. Ach komm, zeig uns doch wenigstens mal ein paar Häuser, eine Stadt oder so etwas. Das ist ja unfair. Es ist eine schöne Gegend. Wir werden es schon rausfinden, wo wir sind. Spätestens, wenn uns die Punkte gezeigt werden und... Und die Entfernung. Wir haben uns ja jetzt schon weit entfernt von unserem Ausgangspunkt. Also, aber was wollen wir hiermit eigentlich noch erreichen, wenn wir jetzt hier immer weiterfahren? Vielleicht hinter der nächsten Kurve ist die nächste Stadt vielleicht. Das mag doch sein. Oh. Weit, oder? Weite Straßen. Das sind keine normalen Straßenschilder hinter uns. Ah, doch. Da steht aber nichts drauf, wie man gesehen hat, also... Ein Trailerpark! Zivilisation! Eine Ziege! Da. Das ist aber diesmal eine Ziege und keine Kuh. Zwei Ziegen sogar. Oder sind das besonders große Hühner mit vier Füßen? Nein, ich glaube nein. Es sind Ziegen. Diese hier hat sogar einen Bart. Ja, ich mag bärtige Tiere ohne Fell. Gibt's das? Ja, Seehunde. Ich habe Angst vor Hunden. Die haben Fell. Seehunde haben kein Fell, wer sagt das? Ist das ein Krokodil hier vorne? Ich und mein Krokodil. Oh, was haben wir denn hier für ein Tier? Ein Hofhund. Oh, das wird auch eine Ziege sein. Also Ziegen gibt es. Ja, wir haben doch die Flagge gesehen. Jetzt schmeiß doch endlich bitte mal raus. Ich würde gerne wissen, wo sind wir? Ich habe die Gegend, ist so schön. Lass mich doch mal gucken hier noch. So. Du findest diese Gegend also schön, ja? Sehr schön. Schöne Gegend. Sehr schöne Gegend, durch die wir hier fahren. Ah, wunderschön, ja. Ich bin ein wenig, bin ich schockiert und neugierig zugleich. Also, da würde man doch gerne mal gucken, was da so rumliegt überall. Vielleicht findet man ja noch so ein paar Kronkorken und ihr wisst schon. Ich lasse keine Mülltonne aus. Keinen Briefkasten. Oh. Nein. So tun wir nicht. Es hat keinen Sinn. Liebe Welt da draußen, ihr seht selber, was hier los ist. Ich sehe weder... Ich habe kein Straßenschild gesehen die ganze Zeit. Ich habe kein... Ich habe überhaupt nichts gesehen hier. Bäume sieht man. Am Anfang waren sie noch grün, jetzt sind sie... Sie werden immer blattloser irgendwie, was mich total wundert. Was ist denn hier passiert? Ist wirklich Winter? Vor Schreck haben die Bäume alle Blätter verloren. Da vorne ist was. Na also, wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen? Na, das hatten wir doch schon. Das sind die einzigen Schilder, die es hier zu geben scheint. Also schon wieder CORD 185. Aber da ist doch, was ist denn? Hier ist doch nichts. Was meinen die denn damit? Das hier? Das sieht aus wie ein Feldweg. Ah.
Aha, der Müll sollte unsere Rettung sein. Und sehen wir hier eine Pepsi? Ein Getränk, das ist mir aber fremd. Gut, also daran können wir es auch nicht erkennen, wie man es erkennen kann. Ein Stoppschild, immerhin. Und somit sind wir jetzt einmal im Kreis. Einmal rum. Wir sind wieder am Ausgangspunkt, glaube ich. Nein, sind wir nicht. Dann wären die Bäume sehr viel grüner. Ich weiß noch, wo wir waren am Anfang. Warum sind denn hier keine Straßennamenschilder? Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Navigator. Ja, und was erzählt er dann? Fahren Sie der Straße entlang. Das ist vielleicht die einzige Straße hier. Immer entlang der Straße. Am Stein links. Oder am Kaktus links, genau. Ah, doch, jetzt wird's farbiger so langsam. Ja, komm, aber wenn wir jetzt nicht langsam mal aufhören, dann... Dann schaffen wir die letzte Folge doch nicht mehr. Dann wohl nicht. Ja, aber hallo, gleich ist wirklich Ende für mich. Merken wir uns noch einmal, was hier drauf steht. JCT, das ist ja wenigstens schon mal was. Da vorne ist jetzt aber noch ein Schild. Man denkt immer, man kann gar nicht aufhören. Man denkt immer, ach, ein Schild weiter noch und dann findet man die Lösung. Aber das ist schon wieder eine Farm Road 3418. Oder andere würden sagen 3418 auch. Ist ja wurscht. Komm noch einmal hier drauf. Nein! Oh, doch. Ja, noch deutlicher kann man es eigentlich nicht haben. Das müssen die Straßen sein, aber... Ja gut, wir werden es abbrechen. Ich sage Mexiko, trotz der Flagge oder gerade wegen der Flagge. Und wir merken uns CORD 187. Und los! Und wir müssen nach Amerika erstmal. Guatemala ist es hier bestimmt. Ich bin sicher, die sind so stolz auf ihr Land, dass die auf die Straßenschilder den Umriss des Staates draufgepackt haben. Also es könnte auch Chiapas sein. Habe ich noch nie was von gehört. Tabasco, das packe ich mir auf die Pizza drauf. Aber ich wusste nicht, dass es da ein Land gibt. Veracruz, ja gut, davon habe ich schon gehört. Oaxaca habe ich auch noch nicht gehört. Ja, wenn wir uns jetzt die Form mal gemerkt hätten, oder? Aber hier gibt es so ähnliche Formen, die hier so, seht ihr das? Die sind hier ganz gerade gezogen, die Grenzen. Nicht so wie bei uns. Sollen wir nach der... Vielleicht sind wir in Yucatan. Ist auch gut. '187 war das. Nicaragua, das ist, glaube ich, nicht Costa Rica wieder. Was heißt denn hier wieder? Waren wir da schon mal? Nicht, dass ich wüsste. Guck mal, das wäre doch einfach, wenn wir, also liebe Welt da draußen, schaut mal, das wäre doch schon einfacher, wenn wir hier... Das ist nicht so groß. Können die uns nicht erstmal was Einfaches geben? Selbst da, jetzt können wir sagen, ah, das war ja viel zu groß, deswegen, das schafft ja gar keiner. Also ich suche jetzt doch irgendwie ganz heimlich mal Paraguay. Diesen Umriss, halt, 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 die Maus macht's manchmal. Rio Grande. Das ist doch Brasilien, oder nicht? Wahrscheinlich gibt es noch mehr Rio Grandes, das ist nicht Brasilien. Da hatten wir doch, Brasilien waren wir schon zweimal. Mar del Plata. Argentinien. Argentinien ist bestimmt auch schön.
Also ein bisschen gucke ich schon jetzt nach nach dieser Form, die wir da gesehen haben. Wir können ja noch mal gucken. Wir sind ja noch nicht ganz raus hier. Och nö, können wir gar nicht. Da sind wir schon dran vorbei. Ich bin mir sicher, das ist Mexiko. Na, wo war ich? Ich fahre jetzt nicht so weit zurück, wenn die jetzt hier nicht steht. Ich meine, die war doch hier ganz in der Nähe, die Form. Merken wir uns 187, damit sind wir schon auf dem richtigen Weg. Da vorne ist die Form. Tada! Da haben wir sie. Ach Gottchen. Das kann ja alles sein. Straßenschäden. So eine Form sollen wir suchen. Die ist aber ungewöhnlich. Das ist ja eine richtige Ecke hier oben. Eine eckige Ecke. Die werden wir finden. Aber die kann ja gedreht sein. Man weiß ja nicht, von welcher Seite das jetzt fotografiert wurde. Guatemala. Echt? Ach, genau, andersrum die Ecke. Hat gar nichts damit zu tun. Hey. Lass das so. Texas. Aber Texas habe ich doch vorhin gesagt. Hallo, Texas? Ja. Definitiv Texas. Wir haben es geschafft. Wir haben es gefunden. Seht ihr die Form? Hier ist die Grenze. Hier ist die Ecke und oben hier schön rum. Hier und dann haben wir das hier so ein bisschen spitz unten und hier ist genau hier der Zipfel. Aber wo sind wir jetzt? Naja, 187, so schwer ist das doch jetzt nicht mehr. Können wir das noch größer haben einmal? Texas! Ja, und da fahren wir so lange rum, aber dafür haben wir jetzt mal ein Stündchen uns Texas angeguckt bald. Fort Worth. Okay, da sind sie, die Straßennamen. Wir wurden irgendwo rausgeschmissen, wo das ganz schön fies ist. El Paso, Lubbock, Hereford, Hereford, Hereford. Du, wo ist das denn? Ich sehe hier, das sind nur kleine Zahlen hier. San Antonio, naja, es werden so Nebenstraßen wahrscheinlich sein. Corpus Christi. Ah. 100, wir suchen 187, 107, hier ist 181 schon mal. 181 haben wir schon, McKellen. Und ich gehe mal hier an der Grenze entlang. 185, 3, 205, das ist nicht das Richtige. Hier oben sind schon die 200. Das ist total durcheinander. Wir hatten die ganzen Zahlen durcheinander gebracht. Die haben die Straßen bestimmt so nacheinander gebaut. Dann kamen die später hinzu. Ach, komm schon. Jetzt sind wir so weit gekommen. Ha, 287. Das war fast richtig. Wir haben es fast. Aber nicht ganz. Hier sind wir schon wieder raus. Amarillo, das ist doch nicht. Das könnte noch richtig sein. Doch, doch. Nein, nein. Ja, doch. Nein, ja. Ich sehe aber keine 107. 87 gibt es hier oben schon, aber 287, aber nicht 87. 187, zeig uns die 187. Da geht schon nach unten. Oh, ist das denn richtig? Wir sind hier überhaupt. Doch, Dallas ist da. Beaumont. Ach, 87 gibt es hier unten aber nochmal. 83. 81, vielleicht war die 1 eine 7. Die 7 ist vielleicht eine 1. Ich glaube nein, ich glaube nein. Ja, gibt es hier nicht.
Vielleicht würde die Straße dann rausführen. Oh, hier sieht man gar nichts mehr, wenn man noch weiter raus scrollt. Vielleicht ist sie aber auch eine kleinere. Ja, das könnte sein. Hier sind ja noch ganz andere. Also die Ovalen hier unten. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Also da müssen wir jetzt durch. Entweder richtig, hier ist 190, wir sind fast richtig. In Iran, seht ihr das? Iran. McCarney, okay. Rosenfeld? Wohl eher nicht. Ich würde sagen, eher Kakteenfeld. 200. Och, komm schon. Müssen wir noch näher ran vielleicht? Na klar, das sind ja keine Hauptstraßen. Haben wir eine Hauptstraße gefunden hier? Ich glaube, nein. Aber hier sieht man, 191 habe ich, hier ist 115. Und das ist doch schon ganz schön nah dran. Aber die haben alle keine Namen hier, die Straßen, auf denen wir uns gerade befinden. Dermot. Und Wasser gibt es hier sowieso nicht. Du, 287 schon wieder. Ja, das scrollen wir doch dann nochmal näher ran. Es scheint hier die 187 gar nicht zu geben. Oh, wenn man hier Taxifahrer ist. Ja, die werden auch Straßennamen haben. Steht ja hier überall Rusk und sowas dran, Alto. Oh, wollen wir doch mal sehen. Noch näher rangehen. Moskau. Moskau. Livingston. Niemals. Das ist niemals hier. Das kann nicht sein. Hier, das ganze grüne Zeugs, das muss... Die zeigen ja keine Wüste an. Ach was, und das Graue, das sind alles Städte? Das glaube ich jetzt aber auch nicht so ganz. Ja, sollen wir den Marker einfach mitten reinsetzen irgendwo? So in der Nähe von Dallas vielleicht? Braunfels. New Braunfels. Garden Ridge. Nee, jetzt bin ich raus. Also ich verstehe das gerade nicht, wie die das hier mit den Straßennamen, wie die das hinbekommen dann. Knipper. So, gehen wir nochmal raus, scrollen hier ein wenig raus und gucken, dass wir wenigstens im richtigen Bundesstaat sind. Nämlich Kansas war es nicht, das müsste hier Texas sein. Und ganz, ganz vorsichtig sage ich mal, hier. Irgendwo zwischen Dallas und El Paso. Meine ich jetzt. Da, wo so ziemlich frei ist hier alles, wo gar nichts ist, wo nichts wächst. Ja, dann setzen wir den doch mal dahin. Das wird ja nicht so weit weg sein von irgendwas. Wir setzen mal, Wasser gab es dann nicht, glaube ich, Stürme viele. Vielleicht hier so hin. Oder San Antonio. Ah, komm, hier machen wir. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt wird aufgelöst. Und wir sind 241 Kilometer. 241,2 Kilometer. Ja, das war doch wieder so schlecht gar nicht. Hätten wir noch länger gesucht, dann hätten wir auch... Ich sehe keine 187, immer noch nicht. Ja, da hätten wir die also auch so nicht gefunden. Gut, wir haben bekommen 4433 Punkte. Die Gegend gefällt uns. Ja, also diese vielleicht direkt, wo wir jetzt geguckt haben, das war jetzt nichts, oder? Geben wir mal zwei Punkte, zwei Sterne. Moran, wir scrollen da gleich nochmal dran, wo wir da genau gelandet sind. Hier irgendwo in der Nähe von Silvester.
Das hier haben wir vermutet. Hier hätten wir richtig gelegen. La Casa, Ranger Eastland und Siskel, Moran, Albany, Albany. Gut, rausscrollen einmal. Abilene ist in der Nähe. Was? Lüders? Lüders ist da in der Nähe. Luerdas wahrscheinlich. Okay, mit Texas lagen wir richtig. Und ich finde, das war besser als bei San Antonio, wo wir uns da zuerst verklickt haben vorhin. In der Nähe von Dallas sind wir und wahrscheinlich seid ihr natürlich draußen. Liebe Welt, ihr da draußen, ihr seid wahrscheinlich sehr viel schneller da drauf gekommen als ich jetzt. Ja, aber letztendlich haben wir doch was gefunden und gelernt auch. Jetzt wissen wir schon mal, wie die Flagge von Texas aussieht vielleicht. Wir scrollen jetzt aber dennoch mal ein bisschen näher ran, damit wir sehen, wo ist die 187er? Ich bin da ja manchmal ein bisschen hier, da sind wir hin. Dann sind wir irgendwo, wow, dann sind wir sind hier auf der Landstraße gewesen. Hatten wir nicht auch die 195 irgendwann mal? Ich meine, wir sind dann diese lange Straße hier entlang. Die haben aber auch schnurgerade Straßen, was? Und dann Fahrgeschwindigkeit 30 ist erlaubt. Ich habe aber auch keine starren Kästen gesehen. Vielleicht ist das dann gar nicht so tragisch. Also hier wurden wir rausgeschmissen, dann müssen wir ja... Also hier sind wir nicht entlang gefahren. Das weiß ich. Ja, dann sind wir hier entlang gefahren. 1853, ich glaube, da haben wir mal was gesehen auch. Das könnte sein, wir dachten, das wäre eine Hausnummer. 1853, ja, und dann sind wir hier eben die lange Straße, hier war die Kurve. Und dann sind wir irgendwie hier, sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Da hat der Pfeil dann in die Richtung gezeigt, auf die 187. Weit und breit keine Stadt hier. Slide Fire, das ist keine Stadt, Moran. Ja, wie hätten wir das denn besser finden können? Keine Stadt hier in der Nähe. Das ist mal fies. Breckenridge. Hier oben. Breckenridge. Ranger, ja, tatsächlich. La Casa, Alden. Gut, ich glaube, liebe Welt da draußen, wir haben noch eine Runde heute vor uns. Aber wahrscheinlich wird das mit dem Schneiden immer etwas länger dauern. Und von daher wird heute wahrscheinlich keine zweite Folge auf dem Kanal veröffentlicht, aber aufgenommen gleich, das wollte ich damit sagen. Das heißt, ich darf mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!